Guten Tag, ich heiße Hubert Rutkowski, ich bin der Intendant des Chopin-Festivals Hamburg. Es war für mich ein ergreifendes Hörerlebnis, als ich die Aufnahme von Elli Nye entdeckt habe. Elli Nye war eine deutsche Pianistin, die Beethoven-Klavierwerke auf einem historischen, originalen Hammerflügel von Graf in Bonn aufgenommen hat. Diese Aufnahme hat mich so inspiriert, sich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen und zu recherchieren. Ich habe durch diese Aufnahme verstanden, wie die Musik von Beethoven in dem Fall auf einem historischen Flügel klingen konnte. Ich habe mich eine Frage gestellt, wie die Musik zum Beispiel von Chopin auf einem historischen Flügel klingen könnte. Wie konnte man auf so einem Instrument spielen? Seitdem habe ich verschiedene Aufnahmen, CDs aufgenommen. Ich unterrichte auch meine Studierenden auf historischen Instrumenten hier in der Sammlung im Museum für Kunst und Gewerbe. Und aus diesem ganzen Kontext, aus dieser Reise durch Klaviergeschichte, ist eine Idee geboren, das Chopin-Festival in Hamburg zu gründen. Das Chopin-Festival Hamburg hat zum Ziel, alle möglichen historischen und modernen Instrumente, moderne und historische Flügel zu präsentieren. Letztes Jahr hatten wir Steinway als moderne Flügel. Dieses Jahr werden wir Kawai Shigeru aus Japan und Steingräber Flügel aus Deutschland haben. Im Wettbewerb mit historischen Instrumenten wie zum Beispiel Pleyel, Broadwood, Brodmann oder einen historischen Steinway. Wissen Sie was? Begleiten Sie mich in die Sammlung historischer Instrumente. Wir haben unglaublich viele positive Rückmeldungen bekommen. Zu uns ist das Publikum aus der ganzen Welt gekommen, weil das Festival ist eigentlich momentan der einzige Ort, wo Sie sowohl alte historische Instrumente als moderne hören können. Leider, es ist jetzt so gewesen, dass alle modernen Instrumente sind für große Konzertsäle gebaut und diese alte Atmosphäre, Atmosphäre eines Salons, eine intime Räumlichkeit mit dem Künstler, mit dem Publikum, ist verloren gegangen. Und bei unserem Festival, wir versuchen wieder zu aktivieren, zu rekonstruieren diese Atmosphäre mit alten, aber auch mit modernen Instrumenten. Wir möchten diese Grenze zwischen dem Künstler und Publikum auflösen. Und das hat wunderbar 2018 beim ersten Festival geklappt. Wir haben auch Künstlergespräche, das Publikum spricht mit dem Künstler, man fragt über alte und neue Instrumente, über die Erfahrungen damit, was sind die Unterschiede. Und ich bin sehr froh, weil aus dem ersten Festival wird auch eine CD herausgegeben, wo Sie live alle diese Vergleiche und Klangwelten erleben können. Also herzliche Einladung zum zweiten Chopin-Festival Hamburg. Leider im 19. Jahrhundert gab es keine Aufnahmetechnik. Bei unserem Festival werden wir die alten Instrumente
mit einem neuen Leben erwecken. Wir kreieren für sie eine akustische Rarität, die sie nur bei uns beim Chopin Festival Hamburg erleben könnten. Beim zweiten Chopin-Festival Hamburg erleben Sie 5 Konzerte. Das Eröffnungskonzert am 20. Juni spielt Ragnar Schirmer. Sie wird unter anderem auf diesem Pleyelflügel 1847 spielen und das Thema dieses Konzertes heißt Clara Schumann in Hamburg. Sie wird verschiedene Stücke spielen, die Clara Schumann in Hamburg auch im 19. Jahrhundert gespielt hat. Unter anderem Waldstein-Sonate von Beethoven auf dem Brodmann-Flügel 1815, verschiedene Chopin-Stücke, auch auf dem modernen Kawai Shigeru im Spiegelsaal. Das zweite Konzert spielt Janusz Olejniczak aus Warschau, Professor an der Chopin-Musikuniversität, Juror des Chopin-Wettbewerbs in Warschau. Chopin-Spezialist spielt natürlich auch die Musik von Chopin auf verschiedene historische Flügel, auf einen Brodmann, Broadwood und Pleyel, aber auch auf den modernen Kawai Shigeru. Dann hören wir Tomasz Ritter, Gewinner des ersten Chopin-Wettbewerbs auf historischen Instrumenten in Warschau, der gerade in Moskau studiert. Er wird für uns nicht nur Chopin, sondern auch die Stücke von Prokofjew, von Rachmaninow, aber auch von Robert Schumann spielen. Das vierte Konzert ist eine Besonderheit. Hélène Tissmann aus Paris und Tobias Koch aus Düsseldorf. Die beiden Künstler spielen im selben Abend auf einem Broadwood 1842 und auf dem Kawai Shigeru hier in der Sammlung verschiedene Chopin-Stücke, und die werden quasi ein Wettbewerb zwischen diesen beiden Instrumenten, aber auch zwischen Interpretationen durchführen, weil sie teilweise die gleichen Stücke spielen werden. Und das Abschlusskonzert Andreas Steyer mit seinem Klaviertrio, Daniel Sepek Violine, Roel Dittlins Cello. Wir hören das Klaviertrio von Mozart, von Haydn auf diesem Pleyel-Flügel aus der Chopin-Zeit und in dem zweiten Teil dieses Konzertes Schubert-Trio auf einem modernen Steingräber. Sie sind sehr herzlich eingeladen. Wir werden auch verschiedene Meisterkurse im Rahmen des Chopin-Festivals haben und für Sie ist der Eintritt frei. Über diese Meisterkurse erfahren Sie auf unserer Website.